Roy. So, und da sind wir jetzt mit einem... Oh, nein! Hilfe, ihr müsst uns helfen. Eronor. Sie bringen alle in der Venon-Priorei um. Warum? Wie, warum? Echt? Hast du es nicht gesehen, gerade hinter ihm? Was war hinter ihm? Na hier! Die haben sich Joffrey geholt, wetten, und das Amulett? Mythische, stimmt, das wollen die safe haben. Mythische Morgenröte, Agent. Alter, hat's den weggenommen. Brutleib. Und 5 Gold. Ja, Martin ist krass. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Beim Blut der Götter. Sie kamen aus dem Nichts. Habt ihr den Großmeister Joffrey gesehen? Nein. Nein. Eronor sagt, dass er in der Kapelle. Schnell. Er braucht unsere Hilfe. Ja, schnell rein da. Die haben safe das Amulett sich geholt, die Wichser. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass die hier das ausrauben, Alter. Ich hab das... Okay. Ich hab das einfach nie wieder gespielt, glaube ich. Das ist wahrscheinlich schon zu lange her. Das ist Clown, schade. Aber warte mal, kann ich... Ihr seid zurück? Sie griffen ohne Vorwarnung an das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Scheiße. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Okay, ein geheimer Raum. Ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Okay, dann mal los. Ich werde da hinsehen. Kann ich mich hier segnen? Frohlocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Sehr gut, wir sind nicht mehr gebrochen. Scheiße. Der Feind ist wegen des Amulets. Na dann mal in dieses Haus mit dem geheimen Raum. Aus Vaynon. Wo ist der geheime Raum? Hier. Verdammt. Und sie haben's. Scheiße. Fuck. Scheiße. Jeffrey, das ist nicht gut. Das war's. Das Amulett ist weg. Ist jetzt auch nicht der geheimste Raum. Naja, es sieht dann aus wie ein Schrank. Ja, wow, wenn man also was sucht und was durchsucht, dann ist ja klar, dass das gefunden wird. Scheiße, Jeffrey. Das war's, Jeffrey. Das Amulett. Ist es in Sicherheit? Nein. Das Amulett ist verschwunden. Es ist weg. Ich hätte wissen müssen, dass sie es finden konnten. Vor einem Fürsten der Daedra bleibt nur wenig verborgen. Jetzt ist es in der Tasche gehalten. Ich habe den Feind unterschätzt. Was ist mit eurer Mission in Quad? Erledigt. Hab Martin gefunden, er ist in Sicherheit. Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Ja. Wir haben sie zurückgedrängt. Er muss zu den Klingen nach Bruma. Sobald sie erfahren. Oder nicht? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrschertempel, glaube ich. Wolkenherrschertempel. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Bruma. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Okay, na dann. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrschertempel in Sicherheit ist. Das heißt, wir gehen jetzt da hoch, oder was? Scheinbar. Jetzt latsch mal da hoch. Ja, Digga, das ist ja... Das ist ja ewig. Guck, und da unten ist die Kaiserstadt. Ah, tatsächlich. Und da dahinter ist Skyrim. Ja, genau, hinter dem Berg. Himmelsrand. Oh, wie schön. Was kann ich für euch tun? Oh, ist das Miley? Samson. Gehabt euch wohl. Großmeister ist das. Großmeister ist das. Oha. Hallo, welche Audienz? Mit wem müssen wir reden? Mit keinem. Wir warten mal eine Stunde. Warum? Dann haben sie es vielleicht mal hier hochgeschafft. Ne, stehen sie immer noch da unten. Weil die da schwätzen. Ich warte mal 6 Stunden. 6 Stunden. Okay, die reden. Boah, die reden lange, Alter. Kommt, eure Klingen warten, euch zu grüßen. Ach so. Na dann. Ich leg mal das scheiß Schild ab. Ja, das ist ja ätzend. Quatsch. Und den Helm, ich muss meine Frisur zeigen. Der Bernhard. Brombernd. 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 Oh, Brombernd wackelt mit dem Arsch, wie sexy. Gell, der hat's richtig drauf. Macht das Martin auch? Oh ja. Oh, ihr Models, Alter. Ihr Laufsteg-Models. Klingen. Dunkle Zeiten sind angebrochen.
Achso, ich stelle mich mal so dazu. Wurden unter unseren Augen getötet. Warum gucke ich ihn den so an? Brombeeren, jetzt guck doch nicht so. Brombeeren ist nervös. Hoffnung. Wie geiler Name. Na guck, das ist Brombeeren der Neugierige. Ja. Hier ist Martin Septim, der wahre Sohn des Uriel Septim. Heil dir! Heil dir! Heil dir! Heil dir! Und heil dir! Ihr werdet hier in Sicherheit sein, bis ihr euren Thron... Oh! Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Entschuldigung! Ah, sorry! Sorry, Alter! Oh mein Gott! Ah, Brombeeren! Ja, das habe ich jetzt... Als ob die hinterher... Was? Oh dir gesoffen Gott. Oder was? Hört mal auf! Oh, aua! Ah, das war noch aus Versehen! Ich bin keiner von denen! Ah! Oh, stoppen Sie! Verrat, Verrat! Fahrrad, Fahrrad! Ja, ja, dein Arschloch brennt auch nachher ewig, wenn ich mit dir fertig bin. Hör auf jetzt! Lade neu! Yeah. Ich bin kein Typ fürs Neuladen. Hier wird gleich neu geladen. Vorher müssen sie mich umbringen. Oh, ich hab eine Katana jetzt, guck. Wo? Wie viel Damage macht die? 3, wow. Mords! Der tötet dich gleich. Ja, ich überlebe das. Der hat keine Chance. Jeffrey greift dich an. Joffrey, Digga, Jeffrey. Jeffrey Dahmer. Brombeeren. Brombeeren ist müde, Brombeeren schläft. War was? Nee, ne? Nee, ich weiß noch nichts. So, ich mach mal das Schild weg. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Wir ziehen uns mal um. Wir sind ja in keiner Mission mehr, ne? Ja, wir sind... Guck, jetzt ziehen wir unsere Jägermeister. Wir sind gehobene Leute. Genau, deswegen tun wir uns entledigen. So, die Kettenhose lassen wir aber an für den Schutz. Ist die hübsch. Wir haben gar keine andere. Vielleicht einfach noch was drüber ziehen oder so. Wir haben ja keine andere. Ja, aber so, also wenn das so nicht gut aussieht, ne? Naja. Es gibt noch Hoffnung. Hier ist Martin Septim. Boah, das Schwert sieht heftig aus. Wild. Lang lebe der König. Lang lebe. Heil dir, Martin. Heil dir. Heil dir. Euch zu Diensten. Soll ich nochmal auf ihn schießen? Nee. Bis ihr euren Thron bestanden könnt. Joffrey, ihr alle. Ich weiß, was ihr von mir erwartet. Ich soll euer Kaiser sein. Ja. Ich werde mein Bestes tun, aber das hier ist alles neu für mich. Reden halten ist nicht meine Stärke. Aber ich möchte euch sagen, dass ich dankbar für euren Empfang hier bin. Digga, wie Brombeerens guckt, Alter. Warum guckt der jeden an? Das ist alles. Hab Dank. Hab Dank. Digga, Brombeerens. Guck doch, jetzt guckt Martin auch so. Ich glaube, die haben sich verknallt. Hm. Keine besondere Rede, oder? Es scheint sie jedoch nicht gekümmert zu haben. Die Klingen salutieren vor mir und jubeln mir als Martin Septim zu. Ich will nicht undankbar klingen. Ich weiß, dass ich längst tot wäre, wenn ihr nicht gewesen wärt. Wahrscheinlich schon, ja. Dürfte ich deswegen... Jeder erwartet von mir, dass ich schlagartig weiß, was ich zu tun habe. Ja, ja. Wie ich mich benehmen soll. Sie wollen einen Kaiser, der ihnen sagt, was zu tun ist. Und ich habe nicht die geringste Idee. Wir müssen das Amulett zurückholen. Ja. Selbstverständlich. Das Amulett der Könige. Dann können wir... Ich... es in den Tempel des Einen bringen und die Drachenfeuer entzünden. Ah, in den Tempel des Einen? Und die Invasion aus Oblivion... Nicht von dem Anderen. Von dem Einen. In den Einen, ja. Und ihr werdet Kaiser sein. Der Kaiser. An diesen Gedanken muss ich mich erst noch gewöhnen. Auf jeden Fall müssen wir als allererstes das Amulett zurückholen. Vielleicht weiß Joffrey, wo wir anfangen sollten. Sorgt euch nicht um mich. Ihr habt euch als treuer Diener des Kaiserreichs erwiesen und seid ebenso würdig, Dankeschön, vielen Dank, danke. Martin während dieser Krise beizustehen. Als Großmeister der Klingen wäre es mir eine Ehre, euch in unseren Orden aufzunehmen. Wahrscheinlich nicht. Wollt ihr euch uns anschließen? Was? Was? Eine Klinge. Die wollen mich in den Orden der Klingen aufnehmen. Direkt Klinge. Es ist mir eine Ehre, euch als Ritterbruder der Klingen in unseren Reihen willkommen zu heißen. Geil, mit so einer Klinge. Oh! Oh mein Gott. Geil. Katana. Ui, 4 Damage. Seid willkommen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Krieg ich da auch so eine frische Rüstung? Bestimmt noch, wenn du aufsteigst oder so. Wo, auf dem Pferd, oder? In den Rängen, als Klinge. Hallo.
Ich darf mich sogar bedienen jetzt hier. Weil du eine Klinge bist. Ich fress mal ein bisschen was, ne? Mach das. Ich hab ein Tetraherz gegessen. Egal, ist ja nix. Hammel. Geil, erstmal looten hier, ne? Mhm. erstmal überall durchgehen und ja. Alles mitnehmen. Mhm. Westflügel. Hallo. Guten Morgen, Herr. Guten Morgen, Belisarius. Helm? Klingenhelm. Klingenstiefel, Klingenschild, Klingenbeinschienen. Jetzt brauchen nur noch ein Brustpanzer. Die Klingenrüstung. Boah. Okay, weg mit dem Schwachsinn hier. Ui. Ah, ne, eine Rüstung brauchen wir auch noch, ne? Mm. Ja, hab ich doch gerade. Ja, den Klingenhelm haben wir ja schon. Jetzt brauchen wir nur noch den Brustpanzer. Wir dürfen sogar an denen ihre persönlichen Truhen. Krass, wir sind ja hoch im Rang, Alter. Mm. Warte mal, ich könnte ja 120, ich nehm die anderen mit und die verkaufen wir. Ja. So. Lol. Du wiegst zu viel. Oh, was wiegt ein so ein Schwert? 20. Oh. Ja gut. Wie kriegen wir jetzt 60 Gewicht weg? Stahllangschwert kann weg. Drück mal Steuerung oder Shift-Taste, während dein Gegenstand was willst. Shift! Ah! Der Profi! Danke, Rex! Danke, Rex! 7 Gewicht, 5 Gewicht. 3 Gewicht. Das Zeug ist so viel wert, ne? Scheiße. Novizenkalzinator. Alter, was die Tränke wert sind. Hm. Was hat noch für Gewicht? Wildbret. Essen. Weg mit dem Streitkolben. So. So, jetzt sind wir drunter und jetzt kann man die Dinger verkaufen im Waffenladen. Okay, wie sieht's aus, mein Freund? Geoffrey. Wo halten Sie denn am Trainieren? Es tut gut, wieder hier zu sein. Gib mal so einen Panzer. Dieser Ort wurde bei der Gründung des Zweiten Reiches... Was muss ich jetzt mit ihm hier besprechen? Amulett der Könige. Das stimmt. Wir müssen versuchen, das Amulett zurückzubekommen, bevor der Feind es außer Reichweite bringt. So sieht's aus. Ihr solltet zur Kaiserstadt zurück. Ihr Baurus. Findet Baurus in Luther Broads Pension im Elfengartenbezirk in der Kaiserstadt. Okay. Ich würde gerne auch noch mal was machen. Ja, das wäre. Schaut, dass ihr verkauft als wegschmeißt. Deswegen habe ich die Schwerter mitgenommen. Ja. Es ist dringend. Bitte sprecht offen. Martin ist in Sicherheit. Und der Tempel ist gesichert. Geht's auch noch runter? Aber es braut sich etwas. Tempelwaffenlager. Vielleicht gibt es ja auch den Brustpanzer. Klingen, Brustharnisch, da ist er doch. Den will ich aber nicht ablegen hier. Der ist so wertvoll, den will ich eigentlich verkaufen. Oh, geil. Den will ich eigentlich verkaufen. Ja. Weg mit dem Legionshelm. Muss noch 15 Gewicht loswerden, Alter. Lass mal das hier doch da. Reicht. Gut, so. 250. Echt? Ah, sehr schön. Trinken wir noch ein Bier, so. Jetzt aber auf zu einem Waffenladen und... Und verkaufen. Vielleicht ist ja unten im Boomer einer. Schauen wir es uns an. Ja. Hallo? Oh, coole Rüstung. Ja? Ja, danke. Waren gelb. Ich erinnere mich bei Skyrim. Shikirim. Skyrim. Einen wunderschönen guten Tag. Wo ich hier war, wo ich hier rechts in dieser Straße war, ist jetzt ein lustiger Funfact, den keiner wissen will. Ungefähr da, wo jetzt der Cursor ist. Ja. Hier bin ich langgelaufen, da habe ich das erste Mal Down from the Sky gehört. Echt? Ja. Krass. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Warum auch immer ich das weiß. Der jetzt hier mit Schild und so, ist schon wild. Mhm, schon geil. Ist schon wild mit Schild. Schild wild. So, wo gibt's jetzt hier einen Laden? Waffenladen? Oh, wie langsam der jetzt läuft. Krass, bei Skyrim macht es tatsächlich keinen Unterschied. Ja. Er läuft immer die gleiche Geschwindigkeit, aber deine Ausdauer geht schneller leer. Hammer und Axt. Das hört sich doch richtig an. Nach Waffenladen. Hau dich schön. Ja, das ist auch Bernhard der Breite, Alter. Er ist echt breit. Waffen. Ich habe was euer Herz begehrt. Wie kann... 51. Geil, das. Geil. Rüstung? Ui!
243. Beehrt uns bei. Na klar. Kommen wir zum Geschäft. Kommen wir zum Geschäft. Wir haben drei Eisenkriegshammer? Achso, nee, das hat er. Lol, ich hab grad gedacht, what the fuck. Ein exzellentes Geschäft. Das ist. Kommt wieder. Dann kauft bei mir ein. Ja, so wie jetzt gerade, ne? Genau. Wir müssen zurück in die Kaiserstadt, hat's geheißen. Hat's geheißen. Wir sind da so weit weg. Ich bin weg, ich bin immer da. Von deinem Mikro meine ich. Ach so, das meinst du. Elfengartenbezirk, okay. Wer hilft einem alten Bettler? Ich möchte doch nur genug, um meine Kinders füttern zu können. Kinders. Vielen Dank, hier habt ihr eine Münze. Bettler. Möge Mystara euch segnen. Alles klar, kein Problem. Okay. Auch wenn man sparen kann, hat sich keine mehr sauber. Keine Priester und... Baurus, wo sind Sie? Da ist er. Schemmel, wir setzen uns auf den Schemmel. Oh, wir sitzen aber hoch. Hör zu, ich werde gleich aufstehen. Oder der ist einfach sauklein. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Okay. Gut, denkt daran, wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Okay, dann soll ich vielleicht auch nicht ganz so auffällig hier rumlaufen, ha? Mhm. So. Ist wenigstens ein bisschen besser. Ja. Wenn es zum Kampf kommt, können wir uns immer noch ausrüsten. Ja. So, warten, bis ihm der Typ folgt. Ah, jetzt ja schöne Sachen. Und jetzt folgen wir ihm. What the fuck? Mhm. Astaf wie? Schwierig. Ach was. Das ist so einer von den Morgenröten. Ja, krass. Ist tot. Mythische Morgenröte. 11 Gold. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Ja. Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich Mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Dädra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Mhm. Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Ja. Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. Sehr schlecht. Talos sei Dank, er lebt. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tarmina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kräfte sein. Tarmina? Das ist bestimmt bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, Agonia. Was sie davon hält. Könnte ich sein, ja. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Alles klar. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Weil er immer hier am Saufen ist. Luther Broad, okay? Also Luther Broad. Luther Broad. Was braucht ihr, Freund? Nix. Luther Broads Pension. Hallo, ich bin Luther. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz... Der hat nur 50 Gold? Das ist ein gutes Angebot. Jahrgang 399. Jahrgang 399, okay. Das ist ein echtes Schnäppchen. Siehst du mal, 4 Herzen. Mhm. Hundsrute. Das klingt nach einem angemessenen... Hab Dank. Hab Dank. Auf Wiedersehen. Hab Bit. So. Und das und vieles mehr. Komm mal ran hier. Ja. Sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge von Elder Scrolls 4 Oblivion. Elder Scrolls. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Macht's gut. Und tschüss. Ciao.